So, Gruppe C steht an. Juventus gegen Real Sociedad. Mit dabei ist natürlich wieder der Enning. Grüß euch. Ja, dunkle Stunden, wenn man an dieses Match denkt. Und da ist der erste Neuzugang bei Juventus, Töre. Dabei hast du das Tore. Start an. Spielen auf Türkisch heißt das Töre. Ah, Star Wars heißt auf Türkisch auch Styrbürs. Echt? Nein. Achso, kann das sein? Was? Ich auch nicht. War das erste Scheiß, Spiel zwischen den beiden und auch der ist eigentlich... Aus so einem Winkel triffst auch nur du, Alter. Ja, ich nicht. Dybala. Okay. Paulo Dybala. Viel Anteil gehabt. Bis ins Viertelfinale ist der Juventus gekommen. Nein, bis ins Achtelfinale nur. Entschuldigung. Ja, einen Neuzugang gibt es hier. Von Barcelona gekommen, der spielt auch gleich von Start weg. Ganz wichtig. Stechny ganz gut. Ja, man muss aber sagen, jetzt haben sie sich ein bisschen vielleicht gefangen. Oh. Ja, zwei herbe Niederlagen. Einmal Juventus, einmal... Oh! Dortmund. Aber ja, so sie dort kämpft. Boah, schön Ronaldo. Schöne Vorarbeit. Hat sich da gar nicht stören lassen. Ja, ein bisschen gegen den Spielverlauf. Jetzt zu seinem ersten Champions League-Treffer ein. Diese Saison. Mal generell. Echt? Oh. Entschuldigung. Was soll das? William Jose. Ja, Gruppe C ist für mich die Top-Gruppe schlechthin. Juventus, die Manchester United. Ja, kann man auch so sagen. Manchester United, Frankfurt, Leo, Sociedad, Manchester City, Paris. Oh.
und Girona. Ja, die sind noch ein unbeschriebenes Blatt. Genau, für dich natürlich auch gleich das Glückslos haben. Ja. Naja, ich weiß ja schon meine nächste Mannschaft für die dritte Saison. Die weiß ich noch nicht. Ich habe zwar eine jetzt zum Auge, aber... Die Rangers werden auf jeden Fall zurückkommen, das sage ich auch irgendwann. Also nicht. Auch sehr ans Herz gewachsen. Also nicht gleich, wenn sie wieder können. Na, wahrscheinlich nicht. Das muss ich dann überlegen. Ich glaube, wir wollen als nächstes holen. Na, noch kannst du ja noch jemanden holen und dann werden sie wieder dran. Oh. Ja, bei mir ist es bei Celtic genauso. Oh. 2:0. Ja, es fehlt auch ein bisschen das Glück hier. Kommt auch der letzte Neuzugang auf Feld, der zweite bei Juventus Stadttöre. So, war kurz am Ball. Einer, der uns auch verfolgt über die ganzen diversen Turniere. Wir. Lecky. Lecky, ja. Stimmt. Bei mir nicht so abgegangen, zumindest am Anfang. Ja, Juve versucht. Ja. Den Deckel drauf zu machen. Was für ein Auto? Das war mir eh klar, dass das irgendwann kaputt wird. Schön, Piontek. Nein! Oh, Lecky! Nein! Fast an den Elfmeter noch raus. Na, nein, der geht jetzt aber nicht, der geht jetzt aber nicht, oder? Oh ja. Nein! Shit! Boah, weil das ärgerlich war. Sagt man normalerweise nicht. Das Foul. Puh. Ja, natürlich jetzt. Wo ist denn der? Der hat doch rot gekriegt, oder? Ja, rot. Mhm. Ah, dort ist er. Ich habe ihn nicht gesehen. Da ist er. Puh. Nächster Wechsel. Emre Can, gut gespielt. Schatze, können wir das bitte später klären? Danke.
Und da kannst du ruhig die Tür bitte zumachen. Ich will's nicht. Danke. Alter. Ja. Nein. Oh. Oh, der hält vielleicht nicht direkt. Na, da ist Zeit gehabt. Ronaldo lässt noch warten auf sein erstes Tor. Ja, man kann ihnen nicht absprechen, dass sie bemüht sind. Stimmt, bemüht sind sie. Bisschen an Ideen fehlt es hier. Und die rote Karte ist da natürlich auch nicht gerade förderlich. Alter. Jetzt hat er sein erstes Tor. Vor allem, dass sie den Laut auch immer machen. Bei keinem anderen ist ein Laut, ist es wie ein Mongo, Alter, wirklich. Ne? Juventus Goal Number 7, Cristiano Ronaldo. Oh. Ah, Nein! selbst ein Kopf. Paulo Dybala. Mit Saisontreffer Nummer 2. Das ist bitter, aber wenn nicht, dann hättest du ihn reingehört. Nein! Alter. There will be a minimum of 3 minutes of added time. Ja, 4:0. Sagen wir mal, ist ein kleines Debakel. War schon schlimmer.
Ja, Auftakt gelungen für Juventus in dieser schweren Gruppe. Eieiei. So, auf ihr bitte. Danke.